Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Demo-Version. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, Lego Herr der Ringe. So, ich muss nur mal kurz die Lautstärke runterregeln. Und dann... Hallo? Was ist denn hier los? Genau, dankeschön. So. Annehmen. Und dann, zurück. Und dann können wir auch schon die Demo starten. Ich glaube, wir alle wissen, was Lego-Spiele sind. Ein paar lustige Spiele, die sich immer irgendwas zum Thema nehmen. Zum Beispiel Star Wars oder jetzt eben Herr der Ringe. Mit viel Humor gemacht. Und natürlich immer wieder lustig. Ja. Wenn man das Ganze mit Controller spielen will oder mit Gamepad, so wie ich jetzt gerade... muss man das ein bisschen vorher einstellen. Von alleine geht es nicht, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, aber naja, kann man nichts machen. So, erstmal Demo starten. Wenige von euch sind zurückgekehrt. Unser Volk ist in Sicherheit. Herr Aragorn, wo ist er? Er ist gefallen. Ganz Isengard ist geräumt. Wie viele? 10.000 Kopfstand. Mindestens. 10.000? Es ist eine Armee, gezüchtet für einen einzigen Zweck. Die Welt der Menschen zu vernichten. Lasst sie kommen. Es sei jeder Mann und jeder kräftige Knabe, der waffenfähig ist, bis Einbruch der Nacht kampfbereit. Bringt die Frauen und die Kinder in die Höhlen. Dies ist keine Bande hirnloser Orks. Das sind Uruk-Hai. Ihre Rüstungen sind dick und ihre Schilde breit. Ich habe viele Kriege gefochten, Herr Zwerg. Ich weiß, meine eigene Festung durchaus zu verteidigen. Ihr müsst um Beistand ersuchen. Und wer wird kommen? Öffnet das Tor. Wie ist das möglich? Ich bringe Kunde von Elrond von Gotha. Wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen, erfüllt uns mit Stolz. Ihr seid wahrlich willkommen. So, geht jetzt mal ab hier, oder was? Ich kann ja nicht den ganzen Tag warten. Aber es sieht danach aus. Ah, ich glaube, jetzt geht's ab. Alles klar. Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich renne einfach stupid in der Gegend herum. Drück Taste 13 und was? Ja, keine Ahnung. Hier, komm. So, Legolas. Lalala. Um Ziele zu markieren. Siehst du? Und genau das ist das Problem. Ja? Der mit seinem Bogen auf Zielscheiben schießen kann. Das einzige Problem ist jetzt, ja, dass da unten eben immer nur so blöde Sachen angezeigt werden, die mir überhaupt nicht weiterhelfen. Zum Beispiel drücke Taste 13. Ja? Mit dem kann ich jetzt zum Beispiel gar nichts anfangen. Muss mich da mal kurz kratzen. Ja. Wisst ihr? Theoretisch weiß ich ja, was ich tun muss, aber praktisch. Ah, okay. Okay. Also. Ich habe jetzt die Zielscheibe eliminiert. Und dann schauen wir mal. Erstmal hier ein bisschen Münzis einsammeln.
So. Na, hier das Zahnrad fertig bauen. So. Haben wir noch irgendwo? Was? Ich brauche mal eben den alten hier. Nö. Ja, genau. Der kann doch irgendwas. Hallo? Machen wir eben. Ah, alles klar. Das ist eben das Problem, wenn da irgendwelche komischen Tasten stehen, so wie Taste 14. Da muss ich überlegen, was könnte der jetzt meinen? Was könnte ich da machen? Das ist natürlich schon ein bisschen blöd gemacht jetzt von den Entwicklern, dass man da nicht direkt Zugriff auf eine Controllersteuerung hat. Aber das soll mal unsere kleinste Sorge sein. Ich hoffe doch sehr, dass wir... Ja, leg das mal eben ab. Oh, okay. So, erstmal schön hier den Kran bewegen. Alles klar. Und da ist auch schon abgefallen. Die alte Kugel. So, dann bauen wir das erstmal schnell zusammen hier. Hopp, hopp. Nur nicht müde werden. Dann hier hoch. Ja, genau so. Und jetzt nochmal schnell hier runter, ein bisschen Geld abstauben. Warte, den alten Kessel. So. Hier das goldene Teil, können wir das auch? Nö. Gut. Das können wir aber noch kaputt machen. Genau. Und... Das können wir noch kaputt machen. So. Da war jetzt irgendeine Schatzkiste drin. Keine Ahnung, was die kann. Aber auf jeden Fall... Sehen wir jetzt mal Ufermauer. Du hättest wirklich einen besseren Platz aussuchen können. Was geschieht denn da draußen? Ich könnte es dir beschreiben. Oder soll ich dir eine Kiste besorgen? Sniper! So, da werden die wilden Kreaturen ganz böse auf uns, wenn wir da jemanden absnipen. Dann beginnt es also. Jo, da hat er recht. Da dürfen wir nicht machen. So, wart jetzt. Hallo. Drücke Taste, irgendwas um anzugreifen. Was geht hier ab? So. Müssen wir kaputt machen, die alten Vögel. Warte, ich hätte gern die UAD hier. Das ist so ein geiles Schwert. Und da schnetzelt mich der einfach nur nieder. Alter, da kommt der schon wieder. Komm, mach den mal weg. Kann ich mit dem eigentlich? Nö, okay. Ah. Ich hätte gern ihn hier. Ja. Leider habe ich jetzt den Film und so, Herr der Ringe und was weiß ich, was da alles gibt, habe ich nie gesehen und sonst was, deshalb verzeiht mir bitte, wenn ich mich da nicht so gut auskenne. Was muss ich eigentlich machen? Ich glaube, ich muss mit dem Alten hier, muss ich ein bisschen da oben absnipen. Kann das sein? Das sieht gut aus, ja. Ich glaube, das habe ich gut gemacht. Das eher dann nicht mehr. Also es wäre vorteilhaft, wenn wir einfach da bleiben und nicht sterben. Aber das ist generell immer vorteilhaft. Deshalb werden wir uns dem einfach, ja, nicht widersetzen. Okay, komm mal her, alter Kugelmensch. Wieso kann der das nicht... Alter, kommt er von hinten wieder? Aha, okay. Okay. So, mal Abgang. Hier muss ich also hin. So. Ich bin bei 17. Ich werde mich
mich von einem Spitzer doch nicht übertreffen lassen! Hallo! So, wieder abschnetzeln. Man muss ja hier irgendwie wieder durch, also da rüber. Oder nicht? Was ist das eigentlich? Oh. Das habe ich wohl übersehen. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich doch irgendwie durch den Stein da, aber das hat sich wohl erledigt. Sorry, Bro. Wollte ich nicht. Komm, spieß den mal auf. Mit seinem Doppelschwert. Kleiner Dolch, ey. So. Weg. Weg mit dir. Weg damit. So, wie geht's jetzt weiter? Nur kleine Charaktere können durch ein Tunnel. Bist du klein? Komm mal her. Ja, du bist klein. Alles klar. Dass da eben keine Tasten angegeben sind. Oder besser gesagt, dass die Controller-Unterstützung nicht so ganz toll ist. Das mag ich jetzt natürlich nicht so gerne tun. Hau mich doch nicht. Eine Frechheit. So, absnipen. Ja, jetzt brauchen wir den hier wieder. Ja, genau. So. Wo geht's weiter? Achtung, da kommt einer. Aufpassen, Leute. So, jetzt mal das abschneiden. Dann schnetzeln wir uns wieder durch hier. So, da ist der nächste. Komm mal her. Einmal den Bogenschütz. Einmal wegsnipen. Und da fällt er zu Boden. Dann. Alter. Abgang. So. Und die Leiter weg. Haben wir noch was? Ohohoho. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Würde ich das mal ausdrücken. Aber den snipen wir geschmeidig weg. Hinter uns. Kommt einer. Vor uns auch. So. Abgang. Alle 18. Geht mal weg hier. So. Den habe ich abgesniped. Den stechen wir einfach nieder mit unserem Dolch. Oh. Das ist der falsche. Ich brauche den Zwerg. Irgendwie weiß ich, was ich da tun muss. Auf jeden Fall muss ich da irgendwas tun. So, ich gehe mal weiter. Da kann ich zum Beispiel mal die Treppe abschneiden. So. Haben wir schon wieder eine weniger. Da oben gibt es gerade nichts zu tun. Und irgendwas muss ich hier mit dem Freund machen. Aber was genau, das weiß ich noch nicht. Ich könnte zum Beispiel den mal abschätzen. Den da hinter uns. Könnte ich mir die holen. Genau. Und dann bleibt uns immer mehr diese eine da. Kann er sich von einem großen Charakter werfen lassen? Dann kommen wir ran. Ja. Du kleiner Mieser. So, komm her. So, hier hin mit dir. Sehr schön. Brauche ich immer den Schwert, Mann. Ist das alles? Das sind deine Zauberkunststücke, Saruman. Abgesniped, aber der hat durchgehalten. Wiederum war nicht so gut. Zurück in die Festung, hast du gehört?
Lasst mich durch, ich bin Arzt. So. Nö. Ja, genau. Alter, das kann ich zusammenbauen. Schnell, 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 schnell. Bevor mir die hier eine verpasst. Aber der ist anscheinend die nicht so ganz klug im Kopf. Deshalb macht er einfach nichts. Der hier ist penetrant. Da gehe ich mal schnell hoch. Gucken, was es so gibt. Was haben wir da gebaut? Komm mal ran, Legolas. So, hier hoch. Oh. Was? Ah ja, okay. Komm mal ab, komm. So. Was brauchen wir hier? Wir brauchen den Zwerg. Wo ist denn der jetzt wieder? Jo, Zwerg, komm mal ran. Wir brauchen deine Macht. Moment. Herr Legolas, bitte. Wie gibt's denn sowas? Sind hier alle unfähig? Los, mach da hoch. Dann einmal darüber. So. Alter, da. Okay, also nochmal. Jetzt weiß ich aber wenigstens schon, was ich zu tun habe. Nämlich das hier runterschieben. Ja. Dann Herzwerk, bitte kommen. So. Jetzt mal hier hoch. Ja. Nix. Geh da durch jetzt. Los. Genau. Da muss ich eben durchkämpfen. Da kann ich irgendwas sprengen, das weiß ich schon noch aus anderen Lego-Spielen, aber so weit sind wir noch nicht. Also, dass wir was sprengen können. Das können wir anscheinend auch nicht kaputt machen. Alles klar, dann gehen wir mal weiter hoch in den Turm. Schützt das Tor! Haltet sie auf! Wie viel Zeit braucht ihr? So viel ihr mir geben könnt. Gimli! Holzbalken! Das ist ziemlich weit. Du musst mich werfen! Sag's nicht dem Elb. Nicht ein Wort. Okay. So, hier hin, ja? Warte, komm doch. Hier auf den alten sein Schild. Genau. So, dann schnetzeln wir uns hier mal durch. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, mein Abgang. So, und das auch noch kaputt schlagen. Ich weiß immer noch nicht, was Taste 14 ist. Das ist verwirrend. So, weg hier. Ja, ist ja gut. Jetzt bau das Tor doch zu. So, was geht da oben ab? Herr Legolas ist mal stark im Einsatz hier. Und da wird auch schon belagert. Weiß ich jetzt persönlich nicht, ob das so gut ist. Aber ich sage einfach mal nein und schieße den Alten hier weg. Da kommt auch schon der Nächste. Also irgendwas hat's da. Die hören einfach nicht auf mich. So, weg mit dir. Hoppa. So, jetzt schießen die schon mit Enterhaken. Wird immer besser. Also ich muss schon sagen, das Spiel macht schon ganz am Anfang Spaß. Also es ist nicht irgendwie so ein ödes Tutorial, wie man das ja von manchen Spielen kennt, wo man dann eine halbe Stunde hier, ja, jetzt drücken wir X und dann springen wir eben.
Also das ist schon, das macht richtig Laune schon in den ersten Minuten. Auch wenn man noch keine Ahnung von der Steuerung hat und weiteres. Also, ja, da bin ich auch schon tot. Also, das Spiel kann schon sehr viel. Auch gleich am Anfang. Das muss man einfach mal sagen. So. Mach ich den Enterhaken mal kaputt. Dann sind die auch dem Untergang geweiht. Dann bauen wir da irgendwas fertig. Keine Ahnung. Achso, die Druckplatte. Ja, ergibt natürlich ein bisschen Sinn. Jetzt können wir nämlich die Kiste hier durch das Tor schieben. Genau. Warte jetzt. Taste 13. Weiß ich ja nicht. Achso, ja. Runter natürlich. So, Abgang. Dann müssen wir hier wieder irgendwas fertig bauen. Werden wir ja gleich sehen, was das ist. Auf jeden Fall kommen da schon wieder Gegner. So. Was haben wir da jetzt? Achso, okay. Das heißt, ich kann da jetzt hoch. So, jetzt sind die auch schon wieder ganz alleine. Und die Festung ist eingenommen. Dringen in die Festung ein. So, jetzt bin ich mal gespannt, was weiter passiert. Die Festung ist eingenommen. Der mit dem Schwein ist auch geil. Es ist vorbei. Was kann der Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Reitet raus mit mir. Für Rohan. Ja. Dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen. Grimme Taten erwachen. Auf zu Zorn, auf zu Verderben und blutig morden. Vorwärts, Eolingos! So, mal Abgang, alle miteinander. Sowas ist doch nicht normal hier. So, jetzt haben wir bald 100% Münzen freigeschaltet. Das kenne ich ja noch. Ja, das ist ja nämlich genau jetzt gewesen. Jetzt blinkt nämlich oben der Münzbalken so schön. Ah, alles weg hier. Ja, wegmachen die alten Ranzkugeln. So, ich hab gerade meinen Kopf verloren, aber es macht nichts. Kann ich hier irgendwie lenken oder mache ich einfach nur irgendwas? Das wäre nämlich ein bisschen suboptimal. So. Ich glaube, ich habe einfach irgendwas gemacht und durchgeschnetzelt. Gandalf. König Theoden steht allein. Nicht ganz. Rohirrim! Eomer. Für den König! So, jetzt geht's am ab hier. In den Krieg, meine blutrünstigen Truppen. Sieg! Wir haben gesiegt! Ein Ring sie zu bauen. Naja, ist ja auch mal was Schönes. So. War's das jetzt oder wie sehen wir hier aus? Wenn Gimli nicht an eine riesige Wand heranreicht, kann er sich von einem großen Charakter werfen lassen. Ja, das kennen wir ja schon. So. Sieht so aus, als wär's das gewesen, Leute. Ja, ist halt eine Demo. Was willst du erwarten? Eine gute, sagen wir mal eine gute halbe Stunde haben wir die Demo jetzt gespielt. Um einen ersten Eindruck vom Spiel zu bekommen, reicht das völlig aus. Das Spiel ist einfach geil. Ich habe selber früher auch ein paar andere Lego-Spiele gespielt.
Deshalb weiß ich ja, wie Lego-Spiele sind. Kenne den Humor von Lego-Spielen, das war also jetzt nichts Neues für mich. Moment, ich trinke mal eben den Schluck. Aber für all jene, die noch nie ein Lego-Spiel gespielt haben, die sollten sich am besten irgendeins zulegen, weil die einfach immer hammerlustig sind und ja, gut zu spielen kann man mal zwischendurch, auch wenn man langweilig ist, kann man einfach mal ein Lego-Spiel einwerfen. Sind einfach immer lustig, gibt immer was zu lachen, auch wenn man die Story schon durch hat. Glaubt mir, ich spreche aus eigener Erfahrung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Demo, wenn es wieder heißt Let's Demo. Keine Ahnung, was ich da sagen wollte. Naja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Euer Olivius. Man sieht sich.